So. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Nordwest. Ja, ich habe jetzt mal das gemacht, was ich letztes Mal falsch gemacht habe. Ich habe. Also, wo ist jetzt die Maus, Alter? Ich habe jetzt nochmal mein Handy an die Lampe geklebt und habe das Video jetzt laufen hier. In 5 Minuten nimmt er auf. Also, und dann gucken wir uns das Video mal heute Abend bei YouTube an, ne? Wie du dann an deinem Platz virtuell sitzt und mir über der Arbeit zuguckst. Letztes Mal habe ich ja dummerweise nur ein Foto gemacht, habe ich gar nicht darauf geachtet, ob der aufnimmt. Jetzt habe ich genau geguckt. Weil die Lampe ist genau richtig dafür. Das ist wirklich wie so ein Stativ. Und man kann das Ding lenken, bewegen. Also im Prinzip könnte ich die Lampe auch ausklappen und das Handy oben drauf packen. Dann würde das gar nicht mal so auffallen. Ach nee, den Arm wird man ja trotzdem sehen. Aber den sieht man jetzt nicht, weil der genau unter dem Handy ist. Sehr gut. Aber ich muss jetzt auch gleich pünktlich raus, glaube ich. Glaube ich. Ja, die Sache ist, ich fahre gleich ich wollte mit dem Bus gleich hochfahren, weil wir gucken uns gleich einen Garten an. Linda hat jemanden, sowas wie einen Schrebergarten, aber ich habe das nicht ganz verstanden. Sie meinte, das ist kein Nutzgarten. Ich sage aber, ein Schrebergarten ist ein Nutzgarten. Du musst da was pflanzen. Eine gewisse Fläche muss was gepflanzt sein. Das ist ja zum nicht nur ein Spaßgarten, ne? Aber Robin zum Beispiel auch, du musst ja Kartoffeln oder wenigstens Kartoffeln pflanzen, damit du irgendwas hast. Eine gewisse Anzahl, eine Größe. Bei denen in den Statuten steht das. Ja, naja, es muss ein Nutzgarten sein. Also ein Nutzgarten heißt bei denen wirklich, da muss was Gemüse oder so schon dran sein. Ja, egal. Und das Komische an der ganzen Geschichte ist, Linda sagt, ja, der Garten kostet nur 300 Euro im Jahr. Mag ja sein. Und Strom und Wasser. Ja, und Linda sagt, das sind nur 300 Euro. Ich sage, ja, nee, das Haus kostet. Robin hat, glaube ich, für sein Haus 4 Mille bezahlt. Ha. Reicht der eigentlich? Ich glaub, ich hab dir eine Schere geklaut. Hast du eine Schere an deinem Platz? Ja, ne? Jetzt hast du sie wieder, jetzt hast du sie wieder zurück. Naja, ich hatte aus Versehen jetzt zwei. Warum habe ich jetzt zwei? Naja, ach so, es gibt ein Video davon, wie ich die geklaut habe. Okay. Ja. Lückenlos. Er ist wirklich, wie er dann auch sich in der Pause verabschiedet zu uns immer, ne? Da denke ich mir, warum macht er das noch? Er braucht es doch gar nicht. Ich bin in Pause, ja und? Ist mir doch egal. Ja, aller Anfang ist Kacke, wenn du was Neues hast. Ich glaube, der kommt um 36. Ja, ich muss jetzt, weil ich glaube, 6, ich glaube, gehe. Ich glaube, um 36 kommt der Bus. Hau rein, wir hören uns. Wir sehen uns morgen, quasi. Tschö mit V.